Good morning, ladies and gentlemen, und willkommen zu meiner kleinen Review zu Hot Wheels Unleashed. Ich habe die Gelegenheit bekommen, dieses Spiel ein paar Tage vor Release bereits zu spielen, mir ein paar Gedanken dazu zu machen und ja, werde meine Erfahrungen in diesem Video mit euch teilen. Ich werde neutral präsentieren, wie in allen vorherigen Reviews auch, werde neutral präsentieren, was das Spiel alles kann. Und werde das Ganze dann subjektiv bewerten. Natürlich auch am Ende im Fazit des Ganzen dann. Und ja, ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dem grundlegendsten der grundlegenden Sachen an, dass Hot Wheels Unleashed ein Arcade-Rennspiel ist, welches sich um diese kleinen Spielzeugautos eben dreht. Also man hat nicht versucht, das Ganze irgendwie auf eine reale Größe hochzuskalieren, sondern man sieht auch in den Hintergründen von den Rennen beispielsweise einen Keller oder sonst irgendwelche Zimmerchen. Also man bekommt auch wirklich das Gefühl, dass man hier ein Spielzeugauto steuert. Dementsprechend ist auch das Fahrverhalten und das Handling sehr, sehr simpel gehalten. Und von diesen Hot Wheels Fahrzeugen gibt es insgesamt zu Release 66 Stück. Davon sind einige eben ganz normale Hot Wheels Fahrzeuge, wie man sie kennt, wie beispielsweise hier dieser Mountain Hauler, der RD02 oder das Time-Taxi. Oder aber auch, es gibt reale Fahrzeuge wie den Fiat 500 oder den Chevrolet Corvo Camaro. Und weiterhin gibt es dann noch Fahrzeuge aus Medien, also Filme, Serien, wie beispielsweise Kit aus Knight Rider, mit dem, ja, das Spiel natürlich sofort mein Herz für sich gewonnen hat, als ich ihn gesehen habe. Oder auch der DeLorean DMC aus Back to the Future beispielsweise soll hier vorhanden sein. Es wird noch weitere Fahrzeuge geben, die nach Release dann reinkommen, im Rahmen von verschiedenen DLCs, wie ein Batman-DLC beispielsweise, welches kommen soll. Und ja, diese Fahrzeuge erhält man auf zwei verschiedene Arten und Weisen. Nämlich, müssen wir hier zu den Laden gehen, zum einen haben wir Überraschungskisten. Das sind quasi, ja, Lootboxen, wenn man so möchte, aus denen man dann eben ein Fahrzeug random rauszieht. Diese bekommt man entweder in Story-Missionen freigeschalten, da bekommt man dann eben einen Token, wenn man so möchte, für eine dieser Überraschungskisten. Oder aber auch kann man sich diese für 500 Coins kaufen. An diese Coins kommt man auch über die Story beispielsweise, über gewisse Ziele, die man dort erreichen muss, oder aber indem man einfach so normal Rennen fährt. 500 braucht man, um eine dieser Boxen öffnen zu können. Und das ist gar nicht so wenig. Also man muss dafür schon gut ein bisschen spielen, um sich eine von diesen Boxen mit Münzen kaufen zu können. Wichtig ist hierbei anzumerken, dass man diese Coins und auch die Boxen nicht per Echtgeld kaufen kann. Das ist, so wie ich das verstanden habe, nicht möglich. Die kann man sich nur erspielen. Wenn man jetzt allerdings ein gezieltes Fahrzeug haben möchte, dann muss man zu den zeitlich begrenzten Angeboten gehen und ein bisschen Glück haben. Dort gibt es nämlich 5 Stück, die aufgeführt sind. Der Street Creeper beispielsweise, Turbo Charged haben wir, Buns of Steel, 24 Hours und aber auch Kit sind hier die Fahrzeuge, welche aktuell bei den zeitlich begrenzten Angeboten drin sind. Also wenn ihr das Video seht und das Spiel selber spielt, wahrscheinlich nicht mehr, weil ihr seht den Counter oben, der gerade abläuft. Da werden das dann vermutlich andere Fahrzeuge sein. Gerade Kit hat dann aber auch schon ein bisschen mehr gekostet. Also das sind dann nicht die 500, wie wir sie hier beispielsweise haben, sondern das sind dann 1200 von den Münzen. Und bis ich die zusammen hatte, habe ich echt gut eine Stunde spielen müssen. Was jetzt an sich nicht nach viel klingt, was allerdings, wenn man bedenkt, eben, dass wir hier 66 Fahrzeuge haben und einige davon dann eben hier diese 1200 Münzen kosten, sehr, sehr schnell zu einem gewissen Grind-Gefühl führen wird. Und davon bin ich wirklich kein Fan, denn das sind, so der aktuelle Stand, die einzigen beiden Möglichkeiten, um an Fahrzeuge ranzukommen. Entweder du hast Glück und kriegst eins über eine Überraschungskiste, oder du hast Glück und es ist bei den zeitlich begrenzten Angeboten dabei. Bin ich überhaupt kein Fan davon? Absolut nicht. Finde ich nicht geil. Gerade bei so einem Spiel fände ich es geiler, wenn du irgendwie wirklich so einen Hot Wheels Laden hättest, wo du dann hingehen kannst und sagen kannst, ich möchte dieses Auto haben, so wie es hier im Prinzip ist, nur halt mit allen.
ohne zeitlich begrenzte Angebote. Die zeitlich begrenzten Angebote kann man meinetwegen beibehalten, dann sind das aber Rabatte, wie wir sie im Project Cars 3 beispielsweise haben. Dass du dann an einem Tag eben auf 5 dieser Fahrzeuge 20% Rabatt hast. Fände ich deutlich geiler, weil, wie gesagt, so oder so, um an das Fahrzeug ranzukommen, was du haben möchtest, musst du sehr viel Glück haben. Denn aus diesen Überraschungskisten kannst du auch Duplikate rausbekommen. Ich habe beispielsweise zweimal aus den Überraschungskisten den Twin Mill gezogen. Das heißt, es ist noch mal komplizierter, da wirklich am Ende des Tages an alle Autos ranzukommen. Bin ich kein Fan davon, finde ich nicht geil, könnte man definitiv deutlich besser lösen. Weiterhin gibt es natürlich einen Multiplayer-Modus, der an sich ja von mir nicht getestet werden konnte, weil, wie gesagt, das hier ist Pre-Release, das heißt, das spielen jetzt nicht so unglaublich viele gerade. Dementsprechend habe ich in den Multiplayer nicht reinschauen können. Der Keller ist vielleicht noch ganz interessant zu erwähnen, das ist im Prinzip dein Zimmer, wenn du so möchtest. Dein eigener Keller, den du dann tatsächlich auch gestalten kannst. Wenn wir hier gerade kurz reinladen, dann sehen wir hier, das gute Stübchen ist ordentlich groß auf jeden Fall, auch sehr detailliert. Und da kann man dann eben sagen, ich möchte die Wände umdekorieren. Nämlich hier die Hauptwand beispielsweise, finde ich die gemalten Streifen nicht geil. Ich hätte das gerne irgendwie anders. Und diese Sachen kann man dann eben auch freischalten. Über die Story beispielsweise. Das heißt, hier hat man dann quasi sein eigenes Areal, was man noch ein wenig umgestalten kann. Ob man das jetzt im Rennspiel unbedingt braucht oder nicht, sei mal dahingestellt. Ich persönlich, für mich persönlich ist das ein Feature, was ich nie nutzen würde. Für Leute, die das aber ganz nett ist, ist es halt auf jeden Fall eine interessante Sache, dass es da ist. Die Story nennt sich Hot Wheels City Rumble. Und besteht im Prinzip aus verschiedenen Events. Dort haben wir beispielsweise ganz normale Rennen oder Zeitfahren-Events. Das sind im Prinzip die meisten Events, die man fährt, also diese beiden Typen. Bei den Zeitfahren muss man eine gewisse Rundenzeit schlagen. Und ja, bei den Rennen muss man Erster werden. Im Prinzip so simpel, wie es ist. Dann gibt es weiter noch Bossrennen, welche dann auch eben mehr Belohnungen, wie wir hier unten sehen, an den Spieler weitergeben, wenn man dieses Rennen eben gewinnt, als eben diese normale Rennen. Und des Weiteren gibt es auch Geheimnisse. Wie man jetzt die aber konkret freischaltet, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Ich könnte mir vorstellen, jetzt hier in dem Fall beispielsweise, dass man hier für Bands of Steel, also das Auto Bands of Steel haben muss, um dieses Geheimnis freizuschalten. Ja, was es dann halt nur noch mal ein bisschen schwieriger macht, dass man eben nicht gezielt an diese Autos rankommt. Aber wie gesagt, das Thema hatten wir jetzt schon zu Genüge. Die Strecken sind bei Hot Wheels natürlich immer eine interessante Sache. Und da muss ich sagen, die ganz normalen Rennen haben mich jetzt nicht wirklich vom Hocker gehauen, muss ich sagen. Also da gibt es ein paar, die haben so ein paar Kniffe dabei, die schon mal ganz lustig sind, wenn man sie das erste Mal sieht. Aber an sich sind die alle sehr, sehr simpel. Das kann natürlich sein, dass die ja schwierigeren, die krasseren Strecken dann erst gegen Ende kommen. Aber die Zeit hatte ich ehrlich gesagt nicht, um hier die Story komplett durchzuspielen. Deswegen kann ich nur sagen, am Anfang sind die Strecken nicht unbedingt die spannendsten. Die Bossstrecke allerdings, muss ich sagen, hat mir richtig gefallen. Also die war unfassbar gut. Da habe ich teilweise in Runde 3 noch Elemente entdeckt, die ich vorher gar nicht gesehen habe, die mich dann auch wirklich Off-Guard erwischt haben, wo ich dann ja von der Strecke wirklich runtergeflogen bin, weil ich das einfach die ersten beiden Runden vorher nicht gesehen habe, dass das existiert. Also die Bossstrecke wirklich on point. Die restlichen anderen Strecken finde ich nicht so geil. An sich finde ich aber interessant, dass man die Story quasi wie so eine Stadt aufbaut, wo man eben durch die Gegend reisen muss. Also reisen in Anführungszeichen. Und wenn man ein Event eben abschließt, dann schaltet man eben das nächstgelegene Event frei. Ist halt im Prinzip, ja, so simpel wie eine Story in einem Rennspiel sein kann. Und ja, weiterhin, was natürlich auch noch sehr interessant ist, also erstmal ganz kurz noch, gibt es Splitscreen, ist ja heutzutage bei Rennspielen auch nicht mehr selbstverständlich. Eine sehr nette Sache auf jeden Fall. Auf den Trackbuilder komme ich da jetzt zu sprechen, denn erstmal gibt es noch einen Design-Editor. Wo ich mir jetzt beispielsweise mal hier den Corpo Camaro nehmen könnte und da dann sagen kann, okay, ich möchte gern die Grundfarbe ändern, die hätte ich gerne in Gelb
dann kann ich noch das Ganze hier eben in Metallic machen. Und dann das Chassis können wir noch gerne bearbeiten. Das ist dann das hier unten. Das können wir dann, ja, schwarz machen. Also wie gesagt, es gibt hier eben einen kleinen Livery-Editor. Da ich jetzt hier nicht kreativ genug bin, lasse ich es einfach mal so simpel dastehen, wie es ist. Aber wie gesagt, es gibt einen Design-Editor. Die wichtigere Sache ist tatsächlich der Track-Builder, weil das ist ja eine Sache, die ich mir sehr gewünscht hätte, damals für die Forza Horizon 3 Hot Wheels Expansion, wer sich erinnert, dass man da wirklich eine Hot Wheels Strecken bauen kann. Das ist hier jetzt tatsächlich möglich. Dafür sucht man sich eben einen der 6 Hintergründe aus und ja, kann dann hier eben anfangen, seine Strecke zu bauen und das Ganze eben entweder als Rundkurs oder aber als Sprint. Als Sprint kann man dann quasi hier einfach mit dem Start anfangen und dann macht man hier weiter mit verschiedenen Modulen. Da geht es dann hier einfach mal geradeaus, aber auch eine kleine Rampe. Würde ich sagen, gehen wir mal hier links rüber, wäre mein Vorschlag. Machen wir eine 90-Grad-Kurve. Dann können wir noch einen kleinen Looping machen. Nee, können wir nicht machen, weil das Ding ja in die Decke hochklippt. Was heißt, man müsste jetzt hier dann quasi erstmal tatsächlich runtergehen. Da ich aber die Steuerung noch nicht hundertprozentig drauf habe, ja, kann ich das gerade tatsächlich nicht machen, leider. Aber ja, wie gesagt, funktioniert auf jeden Fall, dass man hier dann eben auch solche Sachen bauen kann. Hier eben beispielsweise diese hungrige Kobra, die dann ein, ja, Hot Wheels typisches Element ist. Und da kann man sagen, komm, hier war auch die Ziellinie. Dann muss man natürlich noch die Strecke überprüfen. Also man muss sie selber einmal spielen. Wie beispielsweise nicht hier im Track-Editor, um eben festzustellen, funktioniert die Strecke denn überhaupt oder nicht? Ist die schaffbar für die allgemeine Menschheit? Das ist jetzt nicht die krasseste Strecke, die ich hier gebaut habe. Deswegen ja, ist das Ganze durchaus möglich hier. Und wenn man diese Strecke dann nicht eben abgeschlossen hat, dann sehen wir erstmal eine schöne Animation, wie der Traktor wegfliegt, dann kann man eben diese Strecke, ja, wenn man möchte, eben veröffentlichen, sodass auch andere Leute diese Strecke spielen können. Also da kann man durchaus sehr kreativ werden und ich denke mal, dass das wirklich eine sehr coole Sache ist. Und das war's auch im Prinzip schon für dieses Spiel. Das war quasi alles, was das Spiel zu bieten hat. Das ist sehr kompakt, muss ich sagen. Das ist wahnsinnig kompakt und deswegen habe ich mir auch gesagt, als ich quasi auch schon im Vorfeld gesehen habe, was das Spiel überhaupt bietet, ich mache dazu kein LP oder kein Livestream oder sonst irgendwas, sondern nur eine kleine Review, weil am Ende des Tages kann man das Ganze hier sehr, sehr schnell zusammenfassen, was passiert. Und da muss ich auch wirklich sagen, ich bin von diesem Spiel nicht unbedingt angetan. Also, ich finde den Track-Editor cool, definitiv. Ich finde die Hot Wheels-Fahrzeuge cool. Ich finde es wahnsinnig cool, dass man hier eben auch reale Fahrzeuge und auch eben sowas wie Kit oder den DeLorean drin hat. Oder zukünftig dann auch verschiedene Batmobile beispielsweise, könnte ich mir vorstellen. Das sind sehr coole Elemente. Aber das war es auch an sich schon, was ich an dem Spiel cool finde. Die Story wird sehr, sehr schnell sehr langweilig und wird eigentlich zu etwas, was man nur macht, um an Geld zu kommen und nicht um die Story zu machen. Dazu eben, wie gesagt, dieser Grind-Faktor, der rankommt, um eben an die Fahrzeuge ranzukommen, was dann so oder so sehr random aussehen wird, ob man jetzt diese Fahrzeuge kriegt oder nicht. Und das Ganze dann kombiniert mit 50 Euro als Preis für dieses Spiel, muss ich ehrlich sagen, kann ich nicht gutheißen. Kann ich nicht empfehlen an der Stelle. Selbst wenn ihr der ultimative Hot Wheels-Fan seid und richtig Bock habt, mal so ein Spiel zu spielen, wo ihr dann auch diese Hot Wheels-Fahrzeuge selber fahren könnt, wartet auf einen Sale. Wartet, bis das maximal 30 Euro kostet. Ich würde sogar auf 20 Euro warten, muss ich ehrlich sagen. Aber für 50 Euro dieses Spiel,
muss ich ehrlich sagen, nein. Also das geht einfach überhaupt nicht klar. Und ja, so weh es mir tut, ich hatte irgendwann auch leider nicht mehr so richtig den Spaß dran. Und das Ganze, obwohl ich nicht wahnsinnig lange gespielt habe. Ich habe das Spiel knapp über eine Stunde gespielt, anderthalb Stunden in etwa. Und ich habe sehr schnell den Spaß dran verloren und habe im Prinzip eben nur gespielt, um an diese 1200 Hot Wheels Coins zu kommen, damit ich mir Kit kaufen kann. Und wenn das halt bei mir schon nach einer Stunde das Incentive von dem Spiel ist, dann weiß ich ehrlich nicht, wie man in dieses Spiel 30, 40, 50 Stunden reinballern möchte und dabei Spaß hat. Kann ich persönlich nicht nachvollziehen. Vielleicht sagt ihr auch anhand von dem, was ihr gesehen habt, hey, das ist genau meins, das möchte ich haben. Kann durchaus sein. Ich aus meiner Sicht kann dieses Spiel für den Preis zumindest wirklich niemandem empfehlen. Muss ich an der Stelle leider so sagen. Und ihr wisst, ich bin da sehr ehrlich immer, was sowas angeht. Deswegen, ja, wie gesagt, das ist dann tatsächlich mein Fazit zu Hot Wheels Unleashed. Wenn ihr das Spiel selber spielt und eine andere Meinung dazu habt oder meine Meinung unterstützt, dann sehr, sehr gerne und in die Kommentare damit. Ich freue mich sehr darauf, das zu lesen. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr mit Däumchen nach oben sowie ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus!